ich bin die Melanie von Simply Raw und habe zusammen in den letzten zwei, drei, vier Jahren mit meinem Mann ein großes Rohkostsortiment, wie man hier sehen kann, zusammengestellt, erarbeitet. Und heute verkoste ich zum einen die Chia-Puddings, drei verschiedene Geschmacksrichtungen und unsere Smoothie-Beimischungen. Bei den Chia-Puddings ist es so, wir haben einmal Matcha, schmeckt wunderbar mit Orangensaft. Dann haben wir Kakao-Banane, habe ich mit Reismilch angerührt. Und als dritte Geschmacksrichtung ist es Apfelzimt, auch eben mit Orangensaft angerührt. Macht es noch ein bisschen fruchtiger und sehr lecker. Wo wir können, verwenden wir gekeimte Saaten. Also wir haben zum Beispiel hier gekeimtes Amaranthmehl drin. Gekeimt eben deshalb, weil das Amaranth erstmal aufgespalten wird und die Nährstoffe freigesetzt werden. Und dadurch leichter verdaulich, gut bekömmlich. Und es ist eine Convenience-Packung. Das heißt, man kann es wunderbar auf der Arbeit in der Schublade haben. Und wenn der Hunger aufkommt, dann kann man was Gesundes naschen, wie wir finden. Und unser Ansatz ist halt auch immer, es muss schnell und praktisch sein, weil wir alle leider wenig Zeit haben und uns aber trotzdem gesund ernähren wollen. Genau, als zweite Produktgruppe, die ich heute hier vorstelle, haben wir unsere Raw Plus. Das sind Rohkost-Smoothie-Beimischungen. Normalerweise hat man immer Großverpackungen an Moringa, Baobab, Guarana etc. Wenn man aber eine kleine Küche hat, dann hat man nicht viel Platz dafür. Man bindet auch sehr viel Geld und aus dem Grund haben wir 5 Sachets in einer Packung, dass man sich sozusagen immer nach Thema, Lust und Laune einen Smoothie zubereiten kann. Man braucht eigentlich nur noch Salat, Obst und Wasser und kann dann in 0,0 einen grünen Smoothie zubereiten. Ja, was auch ganz wichtig oder interessant ist, alle unsere Produkte verfügen über einen Rohkost-Karottenfaktor. Den haben wir ins Leben gerufen, weil es einfach Zutaten gibt, wie beispielsweise, ich kann ja mal eine zeigen, wo es nicht ganz 100% sind, zum Beispiel hier bei dem Chia-Pudding Banane-Kakao. Es gibt bestimmte Zutaten, die sind nicht in Rohkostqualität erhältlich. Zum Beispiel Kokosblütenzucker, der muss erhitzt werden und entspricht damit eben nicht dem Rohkostqualität. Und wir finden, im Sinne der Transparenz sollte man das auch kommunizieren, damit der Kunde das auch weiß. Oder Vanillepulver oder Matcha muss einfach im Herstellungsprozess erhitzt werden. Und dann finden wir, sollte man das auch anzeigen. Ja. Und ansonsten kommen demnächst auch bei LPK, also mal neben dieser Aktion, die jetzt aktuell gerade läuft, wo unsere Chia-Puddings und Smoothie-Beimischungen, die Raw Plus, im Angebot sind bei der LPG, kommen zukünftig auch unsere Riegel. Da haben wir Frucht-Nuss-Varianten und Gemüseriegel mit gekeimten Saaten und nussfrei, diese Gemüseriegel. Und dann haben wir noch Brownies, das ist eher so der gesunde Schokoladenkuchen für den Nachmittag. Auch mit Mandelmus und gekannten Buchweizen, sowie unsere Schokoaufstriche, die halt für den Schokoliebhaber beim Sonntagsfrühstück nicht fehlen dürfen. Alles Rohkostqualität, ohne Palmöl, ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Wir verwenden weder Palmöl noch Magermilchpulver oder sonstige billigen Streckmittel, sondern es sind wirklich hochwertige Schokocremes, die den Sonntagsgenuss wunderschön machen. Ja, das ist unser komplettes Sortiment und ich freue mich auf euren Besuch. Kommt vorbei, probiert und achtet auf die neuen Produkte, die dann auch sukzessive kommen. Dankeschön. Tschüss.